insgesamt ja zwei Brandereignisse im Stadtgebiet gehabt und dabei sind 31 Personen verletzt worden. Durch das Brandereignis sind 9 Kinder verletzt worden, 2 davon lebensgefährlich. Ein Geschäft an der Katernberger Straße gefahren sein soll und kurze Zeit später mit 2 Macheten ebenfalls auf der Katernberger Straße aus diesem Transporter ausgestiegen ist und hatte sich auf einen Hinterhof verflüchtigt, wo wir ihn letztendlich auch festnehmen konnten. Bei der Person handelt es sich um einen 41-jährigen Syrer, der dort eben von den Kollegen festgenommen werden konnte. Wenn euch unsere Dokus gefallen, dann zeigt uns das gerne mit einem Like. Vergesst auch nicht, uns zu abonnieren und ganz wichtig, die Glocke zu aktivieren für weitere Videos und Informationen. Eure Fragen, eure Meinung gern unten in die Kommentare. Heute am Samstag, späten Nachmittag, ist es in Essen zu einer größeren Anzahl von Einsätzen im Stadtgebiet gekommen. Und bei diesen Einsätzen waren unter anderem 2 größere Brände dabei, wo die Feuerwehr Essen stark gefordert war. 17.13 Uhr ist uns ein Brand gemeldet worden in Essen-Altenessen, dort auf der Alten Essener Straße. Es ist in einem Mehrfamilienhaus in einem Treppenraum zum Brandereignis gekommen. Viele Personen waren noch im Gebäude, konnten dieses nicht verlassen, sodass die Feuerwehr hier einen Großeinsatz einleiten musste, um die Menschen zu retten. Sein soll. Wenige Minuten später auch ein erneuter Brand an der Zollvereinstraße, wo es ebenfalls zu einem Großbrand gekommen ist. Wenige Minuten später hatten wir die Information von einigen Anrufern erhalten, dass ein Transporter in ein Geschäft an der Katernberger Straße gefahren sein soll und kurze Zeit später mit 2 Macheten ebenfalls auf der Katernberger Straße aus diesem Transporter ausgestiegen ist und hatte sich auf einen Hinterhof verflüchtigt, wo wir ihn letztendlich auch festnehmen konnten. Bei der Person handelt es sich um einen 41-jährigen Syrer, der dort eben von den Kollegen festgenommen werden konnte. Der 41-Jährige stieg auf der Katernberger Straße aus dem Transporter aus, hatte dort eben 2 Macheten in der Hand und hatte sich damit in einen Hinterhof geflüchtet, wo wir ihn letztendlich auch feststellen konnten und festgenommen haben. Aktuell liegen uns von den Taten Videos aus den sozialen Netzwerken vor, die wir gesichert haben und sichten, auswerten, um letztendlich das Ganze einem Tatverdächtigen zuschreiben zu können. Was?